Ja, moin und hello, du Liebe. Ja, heute geht's um Storytelling der neuen Zeit. Um was es beim Herzprojekt Magazin in einem Vorstellungsvideo-Advertorial wirklich geht. Und was heute gar nicht mehr geht an Online-Marketing. Und was es wirklich heißt, sichtbar zu werden mit dem, was du machst. Okay, also lege mal sofort los. Mein Name ist Bettina Schott. Ich bin die Herausgeberin vom Herzprojektmagazin und Sichtbarmacherin von Herzensprojekte. Das ist immer mein Thema. Es geht um Visionen, es geht um Manifestation, es geht um Sichtbarkeit. Und heute möchte ich wirklich nochmal so Vorstellungsgedöns brechen, ja, mit dem, was eine Anzeige in einem Magazin wirklich ist. Und was die Herzprojektewelt wirklich erschaffen. Ich habe gerade gestern und auch heute noch einmal ganz viel mit euch geteilt, was Sichtbarkeit der neuen Zeit auch geht. Und ich finde es ganz wichtig, auch zu begreifen, was es heißt, in der neuen Zeit Marketing zu machen und was heute einfach nicht mehr geht, die alten Tools, die nicht mehr funktionieren. Und ich bin überzeugt davon, dass es jetzt darum geht, wirklich das, was wir lieben, zu tun, also mit unserem Herzensbusiness sichtbar zu werden, heißt für mich, das erlebbar zu machen. Mach erlebbar für das, was du stehst, für dein Wofür, für deine Begeisterung, für dein Angebot. So, dass es die anderen Leute fühlen, aber in erster Linie, dass du es fühlst. Weil dieses Gefühl, diese Emotion, die du selbst dann in dir auslöschst, in dem Moment, wo du über dein Herzensbusiness schreibst, in dem Moment, wo du das zum Ausdruck bringst, in dem Moment, wo ich mit dir in so ein Vorstellungsvideo gehe, in dem wir von innen mal schöpfen und mal gucken, hey, was geht's denn da bei dir wirklich? Und ich kann da jetzt schon sagen, es geht nicht um deine Ausbildung und es geht nicht um deine Erfolge, die du bisher erzielt hast und um deine Klienten, sondern es geht in erster Linie immer um dich. Denn was ist ein Herzensbusiness? Wo fängt denn so Herzensbusiness an? Oder wie kommt denn so Herzensbusiness überhaupt zustande? Also ich habe in den letzten paar Jahren schon so viele Herzensgespräche geführt, dass ich heute wirklich sagen kann, dass die Leute durch Prozesse durchgehen in ihrem Leben, also durch Lebensprozesse wandern und dann an einen Punkt kommen, wo sie es überwunden haben und sagen, so, jetzt bin ich an dem Punkt, ich bin durch diese ganzen Prozesse durchgegangen, jetzt kann ich hier an diesem Punkt die Leute mitnehmen, die durchstehen, wo ich damals gestanden habe. Und kann mit ihnen diesen Weg durchgehen, weil ich hab's erlebt. Und da sind wir schon wieder beim Erlebnis, oder? Also, auch dein Herzensbusiness besteht aus deinem Erlebnis und auch aus deinen Emotionen, weil Erlebnisse schaffen Emotionen. Und diese Emotion hat dich dazu bewegt, dein Herzensbusiness zu schaffen. Das ist doch verrückt, oder? Und ich sage jetzt nochmal diesen Loop. Also das was ich so erfahre, ja, aus deinen Gesprächen raus, aus deinen Angeboten von deinem Herzensbusiness, von deinem Herzensprojekt daraus, ist einfach so, dass diese Erlebnisse, die wir selbst erlebt haben, eben zu Emotionen führen. Und diese Emotionen was in Bewegung bringen. Emotionen, Motion, bringt was in Bewegung. Und diese Bewegung öffnet neue Räume. Und in denen neuen Räume, die sich dann öffnen, entstehen neue Ideen, neue Projekte, da entstehen Herzensprojekte. Und diese Herzensprojekte führen zum Erfolg. Und diese Erfolgserlebnisse schaffen wieder neue Emotionen oder überhaupt Emotionen. Und so schließt sich dieser Kreis. Es ist wirklich wie so ein Loop. Ja, und es ist eine Schwingung und es ist Energie und die senden wir aus. Das heißt, du wirst zu deinem Sender, zu deinem eigenen Markensender. Um das geht's in der neuen Zeit. Dass du das, was du tust, wirklich fühlst, dass du das, was du fühlst, zum Ausdruck bringst, also sichtbar werden lässt. Und dafür geben wir die Plattform beim Herzprojekt Magazin und im Herzprojekt Community. Also es geht hier um Austausch, um Bewegung, um Energiefluss, um Räume zu öffnen, um ein Feld zu kreieren und zu nähren, damit wir wirklich eine neue Ebene des Herzbewusstseins schaffen. Wow, oder? Genau darum geht's.
Und das ist die neue Zeit, das ist für mich Storytelling der neuen Zeit. Ja, ich weiß, dass die Leute draußen echt tick, so, immer noch so ticken. Und das ist das, was mich im Moment auch so ein bisschen aufpiekst, ist dieses, wir wollen die neue Welt kreieren und haben immer noch die alten Werkzeuge an der Hand. Die alten Tools. Aber ich glaube nicht, und ich, nee, anders, ich bin überzeugt davon, dass wir nicht mit alten Tools das Neue erschaffen können. Mit alten Werkzeugen lässt sich nichts Neues kreieren. Und ich habe so was Schönes in dem Film Stille Revolution. Das ist ein ganz toller Dokumentarfilm. Hat einer gesagt, hör auf zu glänzen und fang an zu leuchten. Und weißt du, was da der Unterschied ganz klar ist, dass der Glanz, das Außer, die Fläche poliere, ja, das ist alte Welt. Aber wenn wir anfangen zu leuchten, also hier unser inneres Licht, das Licht auf den Scheffel zu stellen und zu leuchten, das ist für mich die neue Welt. Und die wollen wir kreieren. Und das Herzprojektmagazin, so wie es jetzt steht, das öffnet dir eine Erlebniswelt, die magisch ist. Die echt magisch ist. Es ist eine Plattform für Herzprojekte, um sichtbar zu machen, wofür du stehst. Um das geht's. Wow. Und es ist für mich eine Revolution. Es ist für mich echt die Revolution, weil es so in der Form noch nicht auf der Welt gibt. Ich habe noch kein Magazin gesehen, das genauso, man kann es gar nicht so, es geht auch nicht genauso, aber du weißt, was ich meine, dieses multimediale Erlebnis schafft, so wie mir, diese Plattform schafft und es so kreiert, mit einem ganzen Thema, mit einem ganzen wundervollen Herzprojektler und das in die Welt hinaustragt. Und das haben wir uns zur Aufgabe gemacht, weil ich ganz fest davon überzeugt bin und auch alle, die bei uns in der Redaktion mitarbeiten, wir sind von dieser Vision überzeugt, dass diese Plattform, dass dieses multimediale Erlebnis wirklich das neue, ja, das neue Herzbewusstsein auf die Welt bringt. Ja, weil wir ganz viel in dir entfachen können damit, Eva, dass du in dieses Gefühl kommst, in dem, was du machst, dass du das erlebst und damit Eva auch andere erreicht, weil die erleben das ja auch. Die spüren das, was du machst. Und dann weißt du da automatisch, wie gesagt, zu deinem magischen, ja, Sender. Und du sendest aus. Und die Welle, das ist eine Energiewelle, ja, die breitet sich aus. Und dann ist es Gesetz der Resonanz einfach so, dass die Leute zu dir finden. Aber wichtig ist dabei, nicht das, was wir dann machen für dich, nämlich dieses. Ja, die Plattform biete, ja, gucke natürlich, dass es überall auch publiziert ist und promotet ist. Wir begleiten die Herzprojekte auch immer über 3 Monate. Wirklich, also mit all dem, was uns zur Verfügung steht, das ist das eine. Aber viel, viel, viel wichtiger ist es, dass du das fühlst und dass du das in dir verankerst. Weil, weißt, wenn du nicht überzeugt bist von dir, wenn du dich nicht wertschätzt, wenn du nicht in dieser Verbindung bist mit dem, was du machst, wenn ihr alles hier bloß hier oben ist, in deinem Kopf, in deiner Vorstellung, aber du das nicht zu dir holst, das nicht wirklich verinnerlicht hast, ich glaube, dann bleibt der Erfolg einfach aus. Deswegen tappen auch so viele in diese Falle, noch einmal so nächste Ausbildung zu machen, weil sie immer denken, okay, das irgendwie reicht es vielleicht schon nicht, also brauche ich vielleicht noch irgendwie Ausbildung oder machen wieder einen Kurs für Online-Marketing oder. Also immer noch irgendwie diese Idee, irgendwas machen zu müssen, damit es dann eben erfolgreich wird und damit es eben auch die Leute erreicht. Und ich sage, nee, es braucht keinen nächsten Kurs. Brauchst nicht. Du bist einzigartig und besonders. Und ich sage dir noch was. So wie du das machst, macht es kein anderer. Und die Welt braucht dich dort raus und dein Angebot. Und es gibt schon 1000 Leute, die da schon Schlange stehen und auf dich warten. Also mach dich jetzt bereit. Bereit für die Sichtbarkeit. Fang an zu leuchten.
Hör auf zu glänzen. Stell dein Licht auf den Scheffel, fühl, was du tust, veranker dein Gefühl und dann geh raus damit. Geh endlich raus damit, werd sichtbar. Mach sichtbar, wofür du stehst. Und wenn du bereit bist, dann buch jetzt gleich ein Herzensgespräch mit mir. Komm mit mir in den Austausch und werd sichtbar. Im Herzprojekt Magazin der neuen Zeit mit einem Advertorial multimedial. Schaff deine Erlebniswelt, mach dein Herzensbusiness zum Erlebnis und erreich damit die anderen Menschen von Herz zu Herz und werde dein eigener, dein ganz, ganz ureigene hier, dein Herzensbotschafter, dein Sender für dein Herzensbusiness. Das bist nämlich du. Bis gleich. Ciao. Und ich freue mich schon jetzt auf unser nächstes Video von Herzwärts Inspiration. Es geht immer wieder um dich, um deine Sichtbarkeit. Und abonniere am besten dazu gleich den Kanal, drück auf die Glocke und gib mir auch gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Ich freue mich auf Austausch, auf deinen Kommentar, auf deine Teile. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao.